Das war ein sehr fataler Fehler. Mit ganz viel himmlischem Beistand bestreitet das Mutter-Sohn-Gespann Butt Rechnin aus Magdeburg seinen spirituellen Alltag. Mama Sigrid, 62 und arbeitssuchend, ist bekennender Esoterik-Fan. Schon als Kind entdeckte sie ihren Hang zum Übersinnlichen. Gemeinsam mit Singlesohn Heiko, 41 Jahre alt und ebenfalls ohne Job, nimmt sie täglich Kontakt zu Engeln auf und sammelt dadurch ganz viel positive Energie. Brasilianische Lebensfreude und heiße Samba-Rhythmen liegen diesem Gute-Laune-Doppel aus Köln-Klettenberg im Blut. Claudia, 30, arbeitet als diplomierte Tanzlehrerin. Die Brasilianerin kam vor 10 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland. Heute ist sie wieder Single. Claudias bester Freund Alex, 32, ist Performance-Künstler und Schauspieler. Herzlich willkommen in unserer Engelwelt. Harmonie und positive Energie sind bei uns zu Hause. Das ist hier unser ganz besonderes Zimmer. Unser Engelzimmer. Wir laden auch unsere Engel natürlich auf mit positiver Energie, damit sie uns die Energie dann wieder abgeben. So, jetzt ist dieser Engel wieder mit positiver Energie aufgeladen, die er dann wieder abgeben kann. So, hier sind wir in unserem Wohnzimmer. Das ist unsere Essecke, aber wir essen nicht bloß. Seit einiger Zeit legt Heiko auch Wahrsagerkarten und fast alles ist bisher auch immer eingetroffen. Aber nicht nur die Butt-Rechlinsche Wohnung ist der reinste Energiespeicher. Magdeburg hat noch viel mehr kraftspendende Orte zu bieten. War wieder sehr kraftvoll. Das war wieder sehr kraftvoll. Viel Energie aufgetankt, wieder viel Kraft bekommen, viel Energie bekommen. Die brauchst du sowieso. Ich weiß. Gute 440 Kilometer von West nach Ost und umgekehrt. Nach knappen 4,5 Stunden Zugfahrt sind Claudia und Sigrid an neuen, unbekannten Orten. Unsere Engel, was? Ich kann nicht richtig lesen. Du musst kein Engel sein, nur nicht zu nett und brav. Oh, oh mein Gott. Für mich ist dreckig, alle dreckig. Kratzen, die ganze Körper schon. Ai, ich kann nicht hier. Ja, willkommen in die Inferno, ich glaube. Ah, okay. Wünschen dir eine herrliche Träume. Okay, hier, ich muss schlafen. Ja. Oh nein, Hilfe. Ja, mit den Engeln. Oh, schön. Ja, toll. Ich spüre die Energie. Ah, ich habe viel Energie. Ja, Energie ist. Komm schon, die Energie. Ich will nie mehr dein Engel sein. 1000 Himmel stürzen ein, weil ein Traum zerbricht. Doch Tränen sind. Ist hässlich. Nee, aber wenn sie glücklich ist, ne? Viel Spaß. Hallo. Hallöchen. Hallo. Na? Heiko? Claudia, wie geht's? Gut, ja? Und selbst? Oh, immer gut. Ja? Ja, schön. Tolle Frau. Ich kann hier nicht schlafen, weil die Katze, mit den ganzen Haaren. Und ich schlafe im Hotel. Wäre eine Auszeichnung gewesen, dass sie in dem Zimmer schlafen darf. Aber wenn es eben halt nicht geht, wenn sie durch ihre Allergie, dann akzeptiere ich das voll und ganz. Guten Morgen, liebe Heiko. Guten Morgen. Okay. Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Ja? Und du hast dich ja wieder richtig hübsch gemacht. Ja, danke.
Ja, und ich brauche ein bisschen deine Hilfe, wo zeige, wo gibt sie dir die ganze Sache. War mir schon wichtig, dass sie das Frühstück bereitet, weil sie muss die Aufgaben von meiner Mutter schon erledigen. Für mich war komisch, weil ich mag nicht V-Männer. Ich war traurig, weil mir gewusst, Heiko bei Frühstück mir helfen, war komisch alles. Alles muss man selber machen lassen. So, Frühstück ist fertig. Wir können essen. Ja, das ist super. Oh, ist ja schön gemacht. Danke. Hier befinden wir uns jetzt an unserem spirituellen Ort. Okay. Spürst du schon ein bisschen was an Energie, dass der Körper so ein bisschen kribbelt in den Händen? Im Moment noch nicht. Ich bin neugierig, was kommt. Mhm. Ich würde dir das dann erstmal zeigen. Ja. Und dann würde ich dich dann dazu holen und dann, dass wir dann zusammen die Energien aufnehmen können. Okay. Ja? Ja. Ich zeig dir das dann mal. Also mir ist es schon sehr wichtig, dass ich über das Spirituelle berichten kann, dass sie einen kleinen Überblick davon hat, was wir machen und um zu gucken, wie reagiert sie darauf. Eine sehr gute Energieübertragung. Darf ich dich mal? Ja. Spürst du was an Energie? Im Moment nicht. Schließe die Augen und lass erstmal das geschehen, was passieren könnte. Schließ die Augen, wenn du glücklich bist. Spürst du was an Energie? Schließ die Augen und sag ja. Nein. Ich spüre bei dir, dass du einige Energieblockaden hast. Ja? Ja, die Gabe habe ich. Ich kann das spüren. Die kann man aber auflösen und dann, dass du vielleicht wieder Energie aufnehmen kannst. Aber das können wir dann zum späteren Zeitpunkt immer machen. Okay. Ja? Mhm. Gut, dann gehen wir erstmal raus. Ich finde es schon schade, dass sie nichts gespürt hat. Aber ich denke, dass es daran gelegen hat, dass es was Neues für sie ist, erstmal überhaupt in unsere Welt reinzukommen. Deswegen hat es auch nicht funktioniert, dass sie auch nichts gespürt hat. Ich habe nichts mitgenommen. Ja, ich respektiert, aber ich habe nichts gespürt. Und weiß nicht, vielleicht, ich glaube nicht. Man muss glauben. Heiko strotzt in Magdeburg nur so vor Energie. Seine arme Tauschfrau aber nicht. Das muss ein Ende haben. Dieses Zimmer ist ein reines energetisches Zimmer. Also so, wie wir bei den Steinen gewesen sind, ist dieses Zimmer auch. Spürst du schon irgendwas? Nein, da kommen keine Energie, also weiß ich nicht. Das sind die Energieblockaden, die ich gesehen habe bei dir. Und die würde ich ganz gerne auflösen. Ich werde die Energieblockaden erstmal auspendeln, um zu gucken, wo die konkret sind. Und in der Regel funktioniert das zu 100%. Liebes Pendel, zeige mir bitte die Energieblockaden von Claudia. Bestehen die Energieblockaden auch aus früheren Leben von Claudia? Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. Hat sie die Energieblockaden mit in ihr jetziges Leben genommen? And be better off than you are. Ist Claudia an ihrer alten Partnerschaft verletzt worden? You could be swinging on a star. Gut, okay. Jetzt weiß ich, wo die meisten Energieblockaden sind bei dir. Also sie sind überwiegend um das Herz drumherum. Das hatte ich auch schon gespürt gehabt. Ja. Deswegen war meine Frage, ob du möchtest, dass ich die Energieblockaden löse. Ja, wenn du kannst, ist gut. Dann würde ich dich bitten, dann kannst du mal aufstehen. Ich bin ehrlich, für mich ist alles Quatsch. Ich glaube an nichts. Ich glaube nur an Gott. Aber ich habe versucht, nicht immer negativ zu sehen und sage, okay, ich bin hier. Ich muss machen, okay. Ich muss gucken, ob
ob du im Zentrum des Zimmers stehst. Kleines Fräulein, einen Augenblick. Halten Sie mal still, bleiben Sie mal stehen. Ja, so wird es gehen. Gut, okay. Schließ bitte die Augen. Nicht wundern, wenn ich ab und zu immer um dich drumherum tanze, ja? Okay. Jetzt darfst du langsam wieder zu dir kommen. Setz dich bitte hin. Wie geht es dir? Bisschen traurig. Weil ich, wenn die Augen zu mache, ich denke die ganze Sache, so hat passiert in meinem Leben. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, bevor ich mit der Energieübertragung angefangen habe, ich hätte zu ihr sagen müssen, dass sie eben nur an positive Sachen denken soll. Das hatte ich glatt vergessen, ja, weil ich hatte mich nur auf die Energiepunkte da konzentriert. Das war ein sehr fataler Fehler. Claudia ist überzeugt, kein Mann putzt gerne. Warum Heiko seine Power trotzdem nicht wenigstens ein bisschen für den Haushalt einsetzt, versteht sie nicht. So, Heiko, du weißt, dass ich bin heute der Chef und du musst machen, was ich sage. Ja, und ich brauche deine Hilfe in die Küche. Was willst du machen? Lass überraschen. Komm mit. Muss sein? Ja. Na gut, okay. So. Was willst du jetzt konkret machen? Ja, guck mal. Essen mache ich so ein bisschen. Hm? Ja. Aber mit Spaß, ne? Mit Spaß, okay. Ja, so, hier Spaß. Oh, guck mal. Oh, Samba, Samba. Oh. Na toll. Ja, jetzt schön. Du. Weiter. Ah, ich soll jetzt mal. Ja, natürlich. Aber ich. So. Ja, toll. Weiter. Ja, hier, weiter, hier. So, reicht. Jetzt können wir alles wieder hinstellen. Nein, Moment. Jetzt mache ich alles weg. Noch. Wir haben noch Putze. Und hier, weiter. Mache ich Spaß, guck mal. Ich habe meine brasilianische Feuer Heiko gegeben. Er hat versucht, das ist gut. Er hat Spaß und Lust zu machen. Und war für mich okay, war super. Ich würde lieber was anderes machen. Nein, aber heute bin ich Chef. Du hast Pech heute. Großartig Spaß bei der Aktion hatte ich nicht, weil ich bin kein Mensch, der sich gerne rumschubsen lässt. Mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Ich bin jetzt hier der Chef und jetzt hast du das zu machen, was ich sage. Und nee, also Spaß gemacht hat es mir in dem Sinne nicht. Ich bin dann soweit fertig. Super, du hast doch Applaus. Dankeschön. Super gemacht, ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Weiß, ne? Heute wir machen ein bisschen Samba. Mhm. Bei Samba muss ein bisschen schick so sein. Ich soll mich schick machen? Ja. Soll ich einen Anzug anziehen? Ja, genau. Mach ich. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Wow, schön. Hallöchen. Ja. Du hast es schön gemacht. Danke. Aber hier tanzen in Wohnung, so, das ist ein bisschen langweilig. Mhm. Okay. Ne? Wir gehen frische Luft. Wir gehen Stadt. Mhm. Und lass überraschen. Auf jeden Fall ist das ein richtig tolles Gefühl, mit Claudia an der Seite mich in der Stadt zeigen zu lassen. Jetzt wir machen etwas, so ein bisschen Choreografie. Okay. Brasilianische Choreografie. So, Heiko, jetzt du musst ein bisschen alleine machen. Ich gucke. Was, ich muss alleine machen? Oh, nee. Doch, bin ich ja schon. Nee. Ich bin der Chef heute, du weißt das. Ja, muss ein bisschen alleine machen. Okay, einmal. Ja, okay. Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lass uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen. Und keiner ist. Okay, reicht, danke. Oh, super. Wow, ich bin stolz auf dich. Toll. Ja, da ist schon ein bisschen was angekommen. Ein bisschen brasilianisches Feuer ist ja rübergeschwappt zu mir. Ich denke mal, ich werde einiges annehmen davon. In Magdeburg steht ein hochprozentiger Abschied vom Frauentausch an. Hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben.
Und lass dich danach mal umarmen. Okay. Danke für alles. Ja, bitteschön. Für mich war leid, für Heiko Tschu zu sagen, weil ich war Stress mit Drecksachen, mit der ganzen Wohnung dreckig. Und ich freue mich, meine Familie, freue mich, meine Wohnung. Ja, ich bin glücklich.